Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cilia 2. In der letzten Folge haben wir einige Passagiere gerettet auf der ESS Plum oder Pelon. Pelon, sehr gut, fast richtig. Und wir sind jetzt vor irgendeinem Raum und ich nehme an, da wartet irgendein Boss oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, freue ich mich schon. Ich kann mal kurz gucken, ob man theoretisch zurückgehen kann. Na? Jetzt sieht es ja aus wie auf der SS Sinetra. Ja, okay, man kann zurück. Würde auch gar keinen Sinn machen, weil sonst könnte man gar nicht trainieren oder so. Shop gibt es ja auch, also falls wir uns der Boss, der jetzt kommt, der vielleicht oder vielleicht auch nicht kommt, fertig macht, dann mal gucken. So. Deltresse, jawohl. Schon wieder auf Screen. Die Katze hier losgeschickt. Und ja. Nee, die ist noch nicht zurückgekommen in der letzten Folge. Deswegen. Ja. Habe ich noch ein bisschen auf Screen gewartet. Und jetzt ist sie wieder da und jetzt kann man hier rein. Ja, ich habe jetzt keine Gemüsesticks aktiviert, aber mal gucken. Ein Mann in Rot soll ja hier auch einige umgebracht haben, deswegen muss Gredo irgendwo hier sein. No one gave you the floor, Madam Chancellor. Rideau, why are you doing this? Oh, now don't give me that look. I'm here to help you solve your Maxwell problem. Was zum Teufel? Alter. Ist das für eine geile Mucke im Hintergrund? Setz doch mal ein paar Art sein. Spirius knows the calculatrix art for summoning Maxwell. Yeah, right, Rideau. And I'm the king of Risa Maxia. Would you still think I was bluffing if I said Spirius was founded by Krisnik, the first human ever to summon Maxwell? If only the art weren't so messy. First of all, you need to have a living circuit. What? And the secret ingredient is Kampfszenen sehen sehr merkwürdig aus, so als Cutscenes. A living sacrifice. What? Nein. Damn you! There's no need for you to feign anger, Jude Mathis. You miss Maxwell, don't you? Your beloved wandering spirit. And this! Make this stop! I see you're quite a hit with the kids, phony. She's no phony! Mila is Mila! Afraid not. Oh, man. Was? Boah, nee, lass mich jetzt nicht zwischen den beiden entscheiden. Ah. Nein, was habe ich getan? Luger, the Spyrix! It's too late for that. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. How nice of you to join us, Mila Maxwell. May I borrow that sword from you? Thank you. How
nice of you to summon me here. Oh god. So that's how it is. Looks like someone woke up on the wrong side of the abyss. Ja, ist richtig episch gerade, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen jetzt voll aufs Maul. Rido, Schwäche gegen alles, was? Boah, es hat eine geile Musik im Hintergrund. Oh Mann. You two ready? Yeah. We'll wipe that smile away. Focus. So, mach mal einer die Kleinen hier kaputt. How unfortunate. So, komm her. Jawohl, das klappt auch. Nur war es jetzt wirklich schlecht, dass ich wieder losgelassen habe. Aber ich musste doch El beschützen, hallo? Aua. Oh mein Gott, was hab ich? Weiß ich nicht. Bin so verwirrt, aber im Moment ist so eine Action gerade hier. Wo bist du hier? Ich möchte gerne auf dich zielen. Komm her. Komm schon. Ah. Komm schon, das bringt es auf jeden Fall. Wir hauen jetzt schon genug Schaden rein, oder? So, wir sind auch den hier. Destruction! Oh, sehr gut. Hey, was mit dir, hallo? Stirb. Du hast gerade so ein richtiges episches Climax hier. Warte, wir kommen gleich. So, sehr gut. Nix da. Mal schauen, bis mein Ding gleich aktiviert ist. Sehr gut. Und nochmal. Und die Musik wird auch nicht unterbrochen. Sehr gut. Sehr gut. Richtig geil. Ah, oh, verdammt. Ich weiß nicht. Also so schlecht steht es eigentlich noch gar nicht, finde ich. So, und das ist auch die Mila, die ich aus dem Intro gesehen habe. Mit den blau-weißen Klamotten. Schon gefragt, irgendwie. Das ist die echte Mila, habe ich mir schon gedacht. Nur wie die irgendwann auftaucht jetzt. Okay, sie ist aufgetaucht, indem ich die andere Mila sterben ließ. Das ist verdammter Dreck. Ich fühle mich voll schlecht jetzt. Mann. Was wäre mit L passiert? Oh Gott. Also, ich bin ja neben, okay. Okay, solange der nicht irgendwie noch voll abgeht, irgendwie am Ende, dürfte halt kein Problem sein. Na, muss noch genügend Dinger reinhauen. Verdammt. Verdammt, was mache ich denn da? Weil ich den Mystik gerade einsetzen. Ich habe im Moment vergessen, wie das ging. Verdammt. Oh nein, der ist im Dingens. Na warte. Da sitzt ja jetzt bestimmt nichts hier drin. Hallo? Muss mich schon treffen, ne? Verdammt! Schon wieder keine Dings gemacht. Au! Sack! Ma! Sehr gut. Verdammt! Du machst so früh. Ergreben! Warte mal. Hallo? Der Dingens. Was ist das für ein Geräusch? Hier. Lass mich mal kurz hier machen.
So, wie habe ich das gemacht? Immer so und Silver hier, Gnome war hier, Ifrit war hier. Also hat sich das Bild auch geändert. Fällt mir gerade auf. So, komm mal her. Ich auch schon vorher dran denken können eigentlich. Weil Messer ging als anfällig, ne? Was macht nicht mehr den Laserstrahl? Wenn mir jetzt alles auf. Ey, ist gut. Ah, sehr gut. Lass alle mal kurz flüchten, damit wir uns heilen können. Ich brauche mal hier Dingens. Oh, nein, abgelehnt. Ich möchte nicht, dass du eine Mystikart einsetzt. Ich würde sie zwar gerne sehen, aber trotzdem. Falls du einer hast. Aber ich nehme an, du hast eine. Oh. Nee, ich bin paralysiert, hallo. Ja, mit Ludger kann ich irgendwas mit Sylph machen. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Er ist aber gleich tot. Los, Ifrit, mach ihn kalt. Sehr schön. Nichts mehr? Okay. Ah, Blutwehr. Milas vier große Geister. Als Herr der Geister kann Mila beim Kämpfen die vier großen Geister befehligen. Ifrit, Sylph, Undin und Gnome können als Arzt verwendet werden. Ja, was jetzt mit der anderen Mila? Habe ich sie getötet? Well, aren't you a strong one, Mila Maxwell? I admit, I'm rather impressed. I hope you'll go after the Waymarker with a similar sense of fervor. Also der Mund. Ihr werdet nicht entkommen. Yet they always do when someone says that. Was? Rauchwolke? Nein! Wie konnte das passieren? You have my thanks. You're here from Spirius, right? Ja. The other one is gone. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? It's really you. Mila! I searched everywhere for you. Sorry, Muse. I didn't mean to worry you. Any of you. Oh, I wasn't worried. We knew you'd be okay. It's good to see you again. I wasn't worried about you. There's another Mila, you know, and I'm worried about her. Yeah.
L den Mund zu halten oder L und Arm. Ich glaube irgendwie beides passt ja gerade nicht so. Versuchen wir es. Ich glaube, das wird abgelehnt, aber mal gucken. Mila. She's supposed to cook for me. She promised. What happened here? Well. Yep, hab ich mir gedacht. Ausblenden. I can't believe it. It's a brave thing she did. Madam Chancellor. Because of her and her selflessness, we can proceed with ratifying the peace accord. King Gaius, Prime Minister Rowan. For foiling this assassination attempt, you have my most sincere thanks. You'd have done the same. Given what's occurred, perhaps you'd like to sign the treaty here and now. Harmony between Risa Maxia and Olympias would please me very much. Here on the ship? We've heard that many high-ranking Olympian officials stand against the treaty. Don't you worry. We'll employ this attack as our chance to press the offensive against them. No doubt many of them have ties to Exodus, and if we can't find proof, we'll make some up. Figuratively speaking, of course. Didn't hear what? I was just thinking aloud. But whatever you choose to do with that tidbit is up to you. You're certain, madam? I pay my debts in full, Prime Minister. And besides, if I were too much of a do-gooder, you wouldn't trust me. Are we really that easy to read, madam? I so look forward to dancing the diplomacy two-step with you, Your Highness. Seine Hand irre vollkommen umschließt. By your signatures, the treaty is ratified. Very good. We've crossed the first bridge, at least. A bridge of mere paper and ink. The gap between this deed and the will of the people is not easily traversed. A difficult road still awaits us. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Macht dich etwas auch Sorgen, Gaius? Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wer hat das nochmal gesagt? Keine Ahnung, es klingt weise, sagen wir es. Well, that's a threadbare cliche. However, it does ring true at the moment. Yes, if we keep setting one foot before the other, we can reach the ends of the earth. You were a great help to me as well. It's not much, but consider this a small token of my thanks. Oh, just to be clear, this isn't a bribe. Mila, we have little time. You're right. Let's review the situation. Don't call her Mila! Every time I hear it, I want to barf! Oh Mann, alle sind glücklich, nur nicht Dings. L. Rosenkorsage, Kriegssymbol, deine Katze ist zurückgekehrt. Okay. Jetzt muss Rolo sogar alleine hier alles managen. Das sieht merkwürdig aus. Okay. Warte mal alles. Goldener Frosch. Glühfrosch. Wie sind die hier sortiert? Aber Dinge im Eindruck werden. Okay, das ist auch Ausrüstungs. Symbol mystisches. Ja. Das ist sehr gut. Maxwell Hut, Frisur, Mila. Warum wird das hier angezeigt? Okay. Top, was? Wann habe ich die Sachen ja alle bekommen? Egal.
Ja, Blut, Blutung zu vermeiden, Tropfensturm, sehr gut. Und jetzt hat sich das Bild bei ihr auch geändert. Okay, ich wollte schon sagen, wenn jetzt hier neue Sachen, nicht neue Sachen bekommen hätte. Nee, wollte ich auch nicht sagen. Ach, sie kommt mit dem Tropfensturm, okay. Ja, okay, vier Geister, macht Sinn. Ja, lass mal kurz gucken. Er hat keine Freunde. Oh man. Und also stehen sie ja. Oh, hier im Elf zu sein, ist das hier heftiger als die Tatsache, dass das Land in Gefahr ist. Ich bin froh, dass wir Mila gefunden haben, aber warum muss es auf diese Weise geschehen? Und trotzdem habe ich sie nicht retten können. Bäh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nutka, du musst für El da sein, sie braucht dich jetzt. Wenn ihr eine Entscheidung trefft, müsst ihr etwas opfern. Das ist ein unfehlbarer Grundsatz. Und dennoch, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Du sollst El suchen gehen. Es fühlt sich seltsam an, das zu sagen, aber letztendlich war sie doch Mila. Vielleicht mit Mila reden. Ich verstehe, wie El sich fühlen muss. Es muss schwer für sie sein, einen Satz für die Mila, die sie einmal kannte, zu akzeptieren. Ja. Oh, dann versuchen wir sie irgendwie zu beruhigen. Mein Gott, die ist nach Dingens, nach Olympios zurück. Und da sind wir in Dingens. Riese, Olympios. Ist sie jetzt nach Riese Maxia gegangen? Und das Kapitel möchte ich nur abschließen hier. In dieser Folge. Oh, so still. Nein. Diesem würde ich mich ja entschuldigen. Weißt du überhaupt, dass wir dafür verantwortlich waren? Ich glaube nicht, ne? Luger, why'd you do it? Why did you let me fall back there? Ja, einfach ist. Wenn es nicht hat, Mila wollte es so, irgendwie nicht. Ja, genau. So it's my fault? Nein, verdammt. More than anything. She wanted to keep you safe. How would you know, huh? I just do. She was her own person, but she was still Mila Maxwell. We did sacrifice her. I can't deny it. But, by my sword, I swear to you that the loss of your Mila was not for nothing. I'm just a kid. Get to the point already, would ya? Fair enough. I'll say it more simply then. El, I want to go with you to the land of Canaan. I want you to see what I do there. Sounds like you mean business. You speak of Canaan. What's going on there? The soul purification has reached its limit. In the abyss, I saw it with my own eyes. There are too many fractured dimensions. Canaan is the only realm across all dimensions where the reincarnation process occurs. Thus, it stands to reason that the impurity, which must be cleansed from all those countless dimensions, must be flowing into Canaan. If we do not eradicate those dimensions, the soul purification process will break down. In other words, the fractured dimensions are not only dispersing soul energy, they're also concentrating this impurity. Wonderful. Sounds like either one is enough to destroy the world on its own. What happens if soul purification breaks down? The resulting poisonous miasma will probably overflow. Couldn't the Great Spirit Origin step in and stop that from happening? Only if he thinks humans are worth saving in the first place. I think that's the whole point of Origin's trial. So be it. We've no choice but to reach Canaan and pass the Great Spirit's trial for the sake of all humanity. It is clear what wish we have to make to Origin. Destroy the fractured dimensions, so this one may live.
Wundervoll. We have detected that Maxwell is no longer blocking our passage. What kind of orders did Spirius give that Rideau maniac anyway? Did something happen with Director Rideau? Just checking. That means we can hightail it to the dimension containing the last waymarker, right? Correct. However, right now the dimensional abyss is highly unstable. It will be some time before you can enter the rift with any degree of safety. Das heißt also schon Zeit. Once we've made our preparations. Selfish bastards. I'm the reason. I unfortunately caused it when I harnessed mana out of the schism to take on a physical body. With the temporal crossroads gone, you merely did what you had to. It's taboo nonetheless. I'm using mana meant for preserving the world to maintain my physical form. Hold on. I can only remain in the human realm for a finite amount of time. Oh man. Hey, 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 Luger! It's Nova calling to gab about gold again! How's the cash stash? Is the dough rolling in? Are you having a gold rush? I get paid by the pun, you know. Oh, come on, not even a snicker. Wait, is something wrong? Ist egal, den Kredit muss ich so oder so abbezahlen, oder? Okay, jetzt L wahrscheinlich. Okay, if you say so. Okay, sehr gut. Boxman just wanted me to give you a little nudge. We have a bit of time. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass L sagen würde, Mila ist nicht egal oder irgend so was. While we await Farrah's call. Was für eine trübe Episode. Ich mag sowas nicht. Kapitel 11, Mila Maxwell abgeschlossen. I knew that I'd see you again one day. I thought so too. And I'm pleased to see you looking as well as ever. That's a nice breeze. I could stand here all day. Das gibt's einfach nicht. Milas Leben. We have to hurry to Kanan. The purification process is reaching its limit. Don't push yourself too hard, Mila. As if having to battle Kronos wasn't bad enough. You've spent a great deal of time trapped in the dimensional abyss. And do you think I'll listen when you tell me to take it easy? Ah, well. No, of course not. That is correct. This is no time to falter. And besides, you promised El. Not to mention the other me. Wie stark ist Kronos? Das kann ich dir genau sagen, Ludgar. Du weißt von der anderen Mila, die bei uns war. Ja. I do. I saw everything. How could you? I thought you were trapped in the dimensional abyss. I was. I tried using the power of the four to return to the prime dimension, but couldn't. Because the other Mila had come to the prime dimension. The abyss between dimensions is a void of nothingness. Bereft even of the elements. I could only drift through it using the power of the four to protect myself. While in that coma-like state, I dreamt of Luger, the other Mila, and all of you. It was as if I was journeying right along with you. How is that even possible? I do not know myself. But her conflict and her wish came through quite clearly. Luger, everyone, I want you to lend your strength to me. Or should I say, to Mila Maxwell? Alles klar. You couldn't stop us from helping, even if you tried. Our strength is yours to command. Alles klar, ich möchte speichern. Triglav. Das ist eine Charakter-Episode, glaube ich. Ja, das sind Charakter-Episoden, genau. So, Speicherpunkt. Speichern wir und beenden wir im Part hier. Der König und L, das gucken wir uns nächste Mal an. Ich werde jetzt hier erstmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.